Mittlerweile sind die Themen Fitness und Ernährung auf YouTube immer größer. Immer mehr YouTuber probieren sich aus, doch es gibt einen YouTuber, der besonders raussticht. Ada. Ada ist Content Creator aus Berlin und beschäftigt sich hauptsächlich mit den Themen Sport und Ernährung. Hat zusammen mit Eli die Fitness-App Perform All und ist in Sachen Training eine absolute Maschine. Ich wollte herausfinden, wie fühlt es sich an, einen Tag wie Ada zu trainieren und bin dabei an meine Grenzen gekommen. Jetzt beginnt der Punkt, wo es einfach nur Kopfsache wird. Dafür zurück an den Anfang. So, an dieser Stelle einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, einige von euch, die mich so ein bisschen in meiner Pause verfolgt haben, die wissen, ich habe mich ja verletzt beim Fußball. Ich habe mir den Meniskus gerissen und eine Partialruptur im vorderen Kreuzband zugezogen. Eine Partialruptur könnt ihr euch quasi so vorstellen, ist wie, wenn ihr einen Faden habt und an dem Faden so ein bisschen mit dem Messer entlang geht und dann so einzelne Fädchen sich halt wegkräuseln. Das musste quasi in der OP einfach nur geschliffen werden. Also ist nichts Schlimmes gewesen. Der Meniskus musste genäht werden. Und dadurch habe ich dann aufgehört, Fußball zu spielen. Weil ich irgendwie, es war ein komisches Gefühl und irgendwie war immer so ein bisschen diese Angst dabei und in der Reha zu dieser OP habe ich dann angefangen natürlich Aufbautraining für das Knie zu machen, aber auch super, super viel laufen zu gehen. Und so bin ich auf das heutige Video gekommen. Ich glaube, einige von euch kennen Ada Sachi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ist ein Kumpel von Eli. Die haben zusammen so eine Fitness-App Perform All. Ada macht eben genau in diese Richtung Content. Also der geht morgens mal 60 Kilometer laufen, danach macht er 200 Klimmzüge und geht dann irgendwie nochmal 2 Kilometer schwimmen. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Und deswegen dachte ich mir, ich mache heute einen Tag lang das gleiche Training wie Ada. Das heißt, wir gehen jetzt gleich 25 Kilometer laufen. Das wird auf jeden Fall eine Challenge. Ich bin bis dato, ich glaube, das längste, was ich bis dato gelaufen bin, waren 15 Kilometer. Heute sind es nochmal 10 Kilometer mehr. Danach stehen 200 Klimmzüge an und danach gehen wir nochmal 1 Kilometer schwimmen. Also, das ist mein aktuelles Laufequipment. Ich blende euch mal den Namen von dem Modell hier ein. Ich habe wirklich super lange nach guten Laufschuhen gesucht und ich habe halt auf TikTok, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe auf TikTok mir super, super viele Reviews angeguckt und da wurde der hier oft genannt. Jetzt muss ich, wie heißt dieser Schuh, Alter? Steht das nicht irgendwo drin? Nee, steht nicht drin. Ich blende euch den Namen ein, auf jeden Fall. Ich habe einige ausprobiert und das ist wirklich so, als Daily Runner ist das ein geiler Schuh. Also wirklich, ich habe keine Blase und ich habe vorher wirklich immer Probleme mit Blasen gehabt, auch auf längeren Strecken. Das auf jeden Fall ist mein Laufschuh, kostet, ich glaube, 199 Euro, kriegt man bestimmt aber auch günstiger mit irgendwelchen Rabattaktionen. Das ist auf jeden Fall mein Laufschuh, den ich eigentlich immer zum Laufen trage. Dann machen wir weiter eine Sache, die sich richtig gelohnt hat. So eine Laufweste. Kostet bei Amazon, ich glaube, auch so 30 Euro oder so. Finde ich ganz geil. Man kann halt hier so sein Handy reinpacken. Und wenn man irgendwie Musik hört während dem Laufen und mal schnell was auf dem Handy machen muss, kann man dann quasi hier das runter machen. Und dann könnt ihr hier auf euer Handy rumtippen und irgendwie kurz, keine Ahnung, nächstes Lied oder sowas anmachen. Hier oben hat man noch so einen Reißverschluss. Hier oben hat man auch noch ein kleines Fach. Hier packe ich dann immer meine Kaugummis rein. Hier hat man ein Fach eigentlich für eine Trinkflasche. Ich hau da immer meinen Schlüssel rein. Und das Gute ist, man ist auch, wenn man abends läuft, hat man hier diese Lichtstreifen. Dass die Autofahrer euch auch erkennen. Was wir heute noch mitnehmen, ist eine GoPro, dass ich euch immer ein Update geben kann, was die Kilometer angeht. Und was mir bei solchen langen Strecken hilft, habe ich jetzt irgendwie gemerkt, sind Kaugummis. Einfach Kaugummi kauen, immer mal wieder zwischendurch einen guten Geschmack im Mund haben, weil ich halt einfach keine Lust habe, irgendwie eine Wasserflasche mitzuschleppen. Das ist auf jeden Fall mein Laufequipment. Genau, deswegen, ich will sagen, ich schnacke gar nicht so lange rum. Wir fahren jetzt zum Stadion und dann knallen wir 25 Kilometer weg. Alright, ich bin jetzt auf die GoPro geswitcht. Ich hoffe, man erkennt einigermaßen was und versteht mich. Ey, hier ist ganz schön was los, ne? Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Einigermaßen. Hier sind viele Leute am Sport machen, finde ich persönlich sehr, sehr cool. Und genau, ja, wir gehen jetzt 25 Kilometer laufen. Ich gebe euch zwischendurch mal ein paar Updates, wie es mir so geht. So, wir haben die ersten 5 Kilometer und ich muss sagen, ich fühle mich richtig gut. Ich finde, man hat manchmal so Tage, du merkst direkt nach dem ersten Kilometer, wird das ein guter Lauf oder wird es kein guter Lauf? Und irgendwie bis dato, toi, 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 fühle ich mich echt top. Laufen im Schritt 5:35. Ich wollte eigentlich ein bisschen langsamer laufen. Aber ja, bis dato fühlt sich gut an. 5 Kilometer haben wir. 20 Kilometer brauchen wir noch. Deswegen, ich gebe euch gleich ein Update, wenn ich die 10 habe. Alright, wir haben 10 Kilometer geschafft und von der Pace her sind wir immer noch gleich. 5:35, auf jeden Fall, ich fühle mich gut.
Ich habe mich gerade nur kurz verlaufen. Es war so ein bisschen nervig. Und ich merke ein bisschen meine rechte Wade, aber nur ganz leicht. Also könnte sein, dass sie mir vielleicht später noch Probleme macht. Ich versuche jetzt nicht zu overpacen und gut mein Tempo zu halten. Und dann wird das. Ich hau mir jetzt erstmal noch ein Kaugummi rein und dann melde ich mich wieder, wenn ich bei den 15 bin. Wir haben die 15 Kilometer geschafft. Das heißt, ich drehe jetzt um und dann sollte ich eigentlich genau in 10 Kilometern wieder am Stadion sein. Ich muss sagen, jetzt beginnt der Punkt, wo es einfach nur Kopfsache wird. Ich habe jetzt keine 5 Kilometer mehr, die ich noch laufen muss. Ich habe einfach fucking 10 Kilometer, die ich noch laufen muss. Deswegen ist es gerade, ich glaube, einfach nur Kopfsache. Ich merke, ich bekomme eine Blase am Fuß. So viel zum Thema, dass ich keine Blasen bekomme. Aber ich bin die Woche auch viel gelaufen. Ja, einfach durchziehen. Kopf aus und Gas geben. Ich melde mich wieder, wenn ich die 20 habe. 21,2 in unter 2 Stunden. So, ey, meine Beine sind am Arsch. Aber jetzt heißt es einfach nur durchziehen. Es war gerade so eine Ampelphase, wo ich irgendwie so eine Minute an der Ampel stehen musste. Boah, als ich weitergelaufen bin, ey, ich dachte, meine Beine brechen zusammen. Aber jetzt geht's wieder. Deswegen noch 3,8 Kilometer, dann haben wir's. Okay. Boah, ihr seid live dabei. Ach, 25 Kilometer. Machen wir zack. Anhalten. In 2 Stunden, 19 Minuten und 38 Sekunden. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das hinbekomme. Das war mit Abstand das Anstrengendste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Boah, es war wirklich am Ende. Ich glaube, die letzten 5 Kilometer war einfach nur Kopf. Mir hat alles wehgetan. Ich glaube, ich habe 10 Blasen oder so. Deswegen, ich melde mich gleich zu Hause. So, ey, das war ein Ritt. Ich bin jetzt gerade aus der Dusche gekommen. War ein Kampf. Die letzten 4 Kilometer waren, glaube ich, das Schwierigste überhaupt. Ich hatte wie ein Engel und ein Teufel die ganze Zeit auf der Schulter. Ich habe schon im Kopf überlegt, was kann ich für Ausreden nehmen. Mein Knie tut weh, meine Wade macht zu. Auf der anderen Seite dachte ich mir, nein, auf gar keinen Fall, zieh durch, es sind nur 4 Kilometer. Und ich habe dann wirklich versucht, Kopf aus, nur auf Atmung fokussieren, einen Schritt nach dem anderen. Und ich bin echt stolz, so dass ich das durchgezogen habe. Ich hau mich jetzt eine Stunde auf die Couch, schau Fußball. Ich wollte eigentlich die Klimmzüge direkt nach dem Laufen machen, habe dann aber gemerkt, auf gar keinen Fall ist nicht drin. Deswegen Plan ist jetzt, eine Stunde chillen, dann gehe ich schwimmen und dann gucke ich, ob ich die Klimmzüge abends noch hinbekomme oder ob ich die morgen früh mache. Dann bin ich auf jeden Fall noch in den 24 Stunden drin. Aber allgemein kann ich, glaube ich, jetzt schon mal anteasern. Ziel für dieses Jahr und worauf ich auch richtig Bock habe, das hier zu dokumentieren, ist auf jeden Fall im Sommer werde ich einen Marathon laufen. Und ich bin auf jeden Fall, das habe ich jetzt nach dem Laufen gemerkt, noch ein bisschen davon entfernt. Muss jetzt erstmal kurz eine Runde chillen, Energie tanken, eine Kleinigkeit essen und dann, soll ich sagen, dann geht's weiter. Boah, ich muss sagen, ich merke mein Knie richtig, richtig dolle. Was willst du machen, ne? Zum Schwimmen brauchst du dein Knie nicht. Ich bin halt echt ein schlechter Schwimmer, ne? Deswegen, ich kraulen werde ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich werde Brust schwimmen und dann einen Kilometer. Ich muss jetzt gleich mal schauen, wie ich das mit dem Filmen mache, ne? Weil Schwimmbad ist natürlich immer so ein bisschen ein heikles Thema. Ich will da auch niemanden irgendwie auf die Nerven gehen. Gerade halt auch, ne? Privatsphäre im Schwimmbad und so ist immer super wichtig. Aber wie ihr seht, ich bin nicht am Flachsen. Hier ist das Stadionbad in Köln. So, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Beckenschwimmen. 1025 Meter in 37 Minuten und 44 Sekunden. Ja, da ist noch eine Sache offen. Rote Beete-Saft, ne? Boah, Junge, schau ich fertig aus. Das war auf jeden Fall, ich sag euch, wie es ist. Ich esse mal, ne? Rote Beete-Saft. Ich glaube, der trinkt immer, der trinkt nicht die 500, der trinkt, glaube ich, 250, ne? War ein richtig guter Tag. Ich hätte auch echt nicht gedacht nach dem Lauf, dass ich heute noch irgendwas mache. Bin over and out. Ich trinke jetzt hier ein bisschen Rote-Bete-Saft und dann melde ich mich für heute ab. Und dann sehen wir uns morgen, ja, so gegen 7. Und dann sind noch 200 Klimmzüge zu machen. Und dann habe ich den Tag, den einen Tag wie alle trainieren, auf jeden Fall hinter mich gebracht. Und wir sehen uns dann morgen früh bei den Klimmzügen. Doch dann habe ich die Rechnung ohne meinen Körper gemacht. Bin am nächsten Morgen aufgestanden und wollte die Klimmzüge angehen und habe aber direkt gemerkt,
Irgendwas ist anders. Mein ganzer Körper hat wehgetan, der Vortag hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen, meine Beine waren schwer, mein ganzer Rücken hat geschmerzt und ich habe mich trotzdem dafür entschieden, ins Gym zu gehen. Ich habe direkt bei der ersten Wiederholung gemerkt, die Energie, die ich sonst habe, ist heute auf gar keinen Fall da. Nach 30 Klimmzügen habe ich mich dafür entschieden, auf ein Gummiband zu switchen, um möglichst schnell die 200 Klimmzüge voll zu bekommen. Egal ob mit Hilfe oder ohne Hilfe, ich wollte sie einfach voll bekommen. Doch dann hatte ich irgendwie eine Blockade. Und ich war auch mental nicht in der Verfassung, irgendwie mich zu pushen und zu sagen, hey, zieh durch, weil es ging irgendwie nicht mehr. Und das war eine Sache, die mir wirklich gezeigt hat, was für eine mentale Stärke diese Art von Sport oder diese Art von Training braucht. Für mich war die Challenge allerdings ein super Learning. Mir hat das auf jeden Fall gezeigt, dass ich noch einiges an Arbeit vor mir habe, bevor ich einen Marathon oder sogar einen Triathlon laufen kann. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen bei euch. Schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei, da sind all meine Kanäle verlinkt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche am Freitag bei dem neuen Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.